Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, hat Akramix auf der YouTuber-Insel ein Casino gebaut und damit die anderen YouTuber abgezockt. Beim Bau vom Casino hat er sich dabei am Video von Rexton orientiert. Da dieses aber auf Englisch ist, werde ich euch das Ganze jetzt aber nochmal auf Deutsch erklären. Rextons Tutorial habe ich aber auch nochmal unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn du mich noch unterstützen willst, dann schau doch gerne mal bei meinem Patreon vorbei. Dort hast du viele exklusive Vorteile und es ist auch einfach ein riesen Support für mich. Aber ich würde dann noch sagen, wir starten direkt ins Video. Bleib auf jeden Fall bis zum Ende dran, denn der Bau des Casinos ist wirklich viel, viel einfacher als du denkst. Als erstes baust du ein paar Blöcke hoch und dann eine 4x16 Block große Fläche. Ich habe dafür Holz genommen. Dann baust du eine 16x3 Block große Wand, zum Beispiel aus Quarz. In die Wand kommen 5 Löcher, die jeweils 3 Blöcke hoch sind. 3 Blöcke weiter machst du ein Loch und daneben einen Knopf. In die 3 Block hohen Löcher machst du dann roten Beton und in der Mitte Diamantblöcke jeweils oben und unten. Dazwischen kommen Redstone-Lampen. In das Loch platzierst du einen Dropper und darunter eine Kiste. Darauf kommt ein Trichter, der in die Kiste führt. Dann platzierst du einen Block und einen Trichter, der in diesen Block führt. Den Block entfernst du danach wieder. Dann entfernst du einen Block im Boden, platzierst deinen Dropper und schließt den Boden wieder. Unter diesen Diamantblock kommt Wolle, ein Sticky Piston und daneben ein Observer. Die Wolle kannst du dann wieder entfernen. Unter den roten Beton kommt ein Sticky Piston und ein Komposter. Dann platzierst du 3 Wolleblöcke und die hinteren 2 entfernst du dann wieder. Auf den übrig gebliebenen Wolleblock platzierst du einen Redstone-Komparator und dann ergänzt du das wieder mit weiteren Wolleblöcken. Auf die Wolleblöcke kommen in die Mitte nochmal 2 Redstone-Komparatoren, die in die entgegengesetzte Richtung schauen. Hierhin kommt nochmal Redstone-Dust. An diesen Redstone-Dust platzierst du dann einen Observer. Unter den Dropper platzierst du dann diese Form aus Wolleblöcken. An die Wolle kommt dann ein Noteblock mit einem Goldblock drunter. Auf den Noteblock klickst du dann 6-mal. In diese Ecke kommt noch ein Redstone Dust. Jetzt kannst du entscheiden, wie viele Diamanten man bekommt, wenn man gewinnt. Dafür gehst du zu diesem Komposter und drückst F3. Jetzt müsst du bei Level 1 eine 0 stehen. Wenn du den Komposter füllst, dann steigt das Level. Bei Level 1 würde man zum Beispiel 2 Diamanten bekommen und bei Level 2 3 Diamanten und so weiter. Ich lasse das Ganze jetzt mal auf Level 2. Jetzt gehst du zu diesem Sticky Piston und platzierst daran Wolle in dieser Form. Auf dem Block neben dem Komposter kommt ein Redstone Repeater, auf den du 2-mal klickst. Als nächstes platzierst du hinter jede Lampe einen Smaragdblock. Über die Smaragdblöcke kommen Noteblocks. An den mittleren Noteblock platzierst du eine Redstone Fackel. Jetzt klickst du auf den mittleren Noteblock 13-mal. Auf die beiden Noteblöcke daneben 10-mal. Und auf die beiden äußeren Noteblöcke 6-mal. An diese Blöcke und zwischen die Smaragdblöcke platzierst du Blöcke, wie hier gezeigt. Vor die Noteblocks kommt jeweils ein Redstone Repeater. Und auf die restlichen Blöcke Redstone. Jetzt platzierst du neben diese Kiste ein paar weitere Blöcke und an diesem Block eine Redstone-Fackel. Neben den Trichter platzierst du einen Redstone-Komparator. Damit es für die aktuelle Version 1.19.4 funktioniert, musst du hier einen Block platzieren. Auf diese beiden Blöcke kommt noch Redstone-Dust. In diesen Trichter packst du 22 Diamanten. Hier siehst du nochmal, wie das Ganze aktuell aussehen sollte. Also wenn etwas nicht stimmt, dann spul gerne nochmal zurück und schau dir das Ganze nochmal an. Neben den Noteblock platzierst du einen transparenten Block und darauf Redstone Dust. Neben den Trichter in die Wand kommt ein Komposter und hier nochmal Blöcke so. Auf diesem Block platzierst du einen Redstone Komparator und direkt daneben ein Fass mit einem weiteren Redstone Komparator. Dann machst du einen Trichter, den das Fass führt, darauf ein Komposter und darauf ein weiterer Trichter und eine große Kiste. Die Kiste füllst du jetzt mit Zuckerrohr. Dafür kannst du einfach, wenn du im Kreativmodus bist, die mittlere Maustaste gedrückt halten und dann mit der Maus über die Kistenslots fahren. An das Fass platzierst du einen transparenten Block und daneben Blöcke bis zu diesem letzten Komparator. Neben die Komparatoren platzierst du Blöcke und darauf weitere Redstone-Komparatoren.
Auf die Blöcke kommt Redstone Dust. Hier unten hin platzierst du einen Redstone-Block und eine Redstone-Fackel und wenn du alles richtig gemacht hast, hörst du jetzt diese Sounds. Um diese Sounds zu stoppen, platzierst du auf diesem transparenten Block noch einen Redstone-Repeater. Jetzt musst du noch diesen Komposter mit Zuckerrohr füllen und in diesen Hopper Diamanten platzieren. Jetzt kannst du einfach Diamanten in den Dropper machen, auf den Knopf drücken und dein Glück versuchen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über ein Like und ein Abo freuen. Hier kommst du noch zum Tutorial, wie du einen TNT-Duper wie Trimax bauen kannst. Bis zum nächsten Video, ciao.